Servus, Nabend und ja, hallo liebe Emmy Pictures, Freizeitpark TV, Fans, Zuschauer, Abonnenten, wie auch immer. Und zwar, ja, wollte ich mich heute mal mit einem kleinen Kanal-Update bzw. Infovideo bei euch melden, denn der ein oder andere wird schon gemerkt haben oder vielleicht auch gesehen haben in meinem letzten Vlog. Und zwar, ja, es gab ja die letzten Tage, Wochen dann keine Videos hier auf diesem Kanal, bis auf eben diese beiden Vlogs. Und das wird auch in der nächsten Zeit wohl noch so bleiben. Und dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Obwohl, wer mich kennt, weiß, ganz kurz wird schwierig. Ganz besonders in so einer Situation. Ja, kurz die Situation umreißen. Und zwar ja, gab es bei mir in der Familie einen, ja, wie nenne ich das am besten, einen heftigen medizinischen Notfall, so möchte ich das mal nennen, wo es stellenweise halt auch wirklich ja, sehr, sehr heftig war und auf des Messers Schneide stand, so auch mit mehrstündiger OP, also so 8-9 Stunden OP und dem ganzen damit verbundenen Brimborium und alles, was dazugehört. Und ja, das hat mich persönlich natürlich zum einen körperlich ein bisschen Kraft gekostet, zeitlich natürlich Kraft gekostet oder ja, nicht Kraft, aber halt Zeit gekostet und ganz besonders auch mental die letzten Tage sehr, sehr viel Kraft gekostet, beziehungsweise halt, dass man sich sehr, sehr viel mit einer ganz anderen Thematik befasst hat und eben ja, nicht mit dem normalen Leben oder vielleicht auch mit seinem Hobby hier wie eben YouTube. Und ja, was bedeutet das im Klartext für euch? Für euch bedeutet das im Klartext eigentlich, dass es im Moment, genau wie in den letzten Tagen, erstmal bis auf Weiteres so in der gewohnten Art und Weise, sprich mit Uploads mittwochs und samstags erstmal keine Videos geben wird. Ja, das ist halt leider Gottes im Moment eine Sache, die ich nicht anders kann, will oder möchte, weil ich mich halt einfach wirklich auf andere Dinge konzentrieren will, andere Dinge fokussieren will. Und ja, die Situation wird zwar oder entspannt sich jetzt zwar langsam wieder ein bisschen bei mir, aber ehrlich gesagt habe ich im Moment nicht so wirklich die Muße und Motivation, mich da jetzt wieder hier reinzuklemmen und mich damit zu befassen. Im Moment möchte ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen meine Akkus wieder aufladen, eben ganz besonders so, was den Akku hier oben angeht. Der muss ganz dringend wieder aufgeladen werden, weil man sich doch sehr, sehr viele Gedanken und Sorgen gemacht hat in den letzten Tagen. Und ja, normalerweise wäre jetzt ja, Akku aufladen auch so oder so noch eine ganz andere Sache, denn eigentlich würde ich jetzt auch Akkus aufladen, denn ja, ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, aber eigentlich wäre ich jetzt zu dieser Zeit, wo ich dieses Video hier aufnehme und wo ihr dieses Video dann schaut, zumindest wenn ihr es halbwegs zeitnah schaut, wäre ich auf großer Jahreshaupttour gewesen. Und ja, da wäre es in den hohen Norden gegangen, sprich in Richtung Skandinavien und Co. Und ja, da hätte ich halt einiges noch erlebt, aber das ist dann dementsprechend bei so einer Situation natürlich gecancelt worden, weil das geht einfach nicht, dass man im Urlaub ist und versucht, Spaß zu haben, während andere Leute halt ganz, ganz üble Scheiße am Hals haben. Und ja, das geht einfach nicht. Und die haben wir dann halt auch zwangsläufig gecancelt. Das bedeutet dann halt auch nochmal für mich erstmal Einschnitte natürlich. Und natürlich auch für euch insofern, dass es halt dementsprechend auch geplante Videos, die ich da machen wollte, dann, was eine ganze Menge gewesen wäre, dann ja, natürlich in Zukunft logischerweise auch flach fällt. Und die Tour wird auch in dieser Art und Weise nicht jetzt, zumindest nicht so schnell, vielleicht in ein paar Jahren irgendwann mal wiederholt. Also im Moment bin ich auch ganz regulär am Arbeiten, sprich auch keinen Urlaub und nichts. Und ja, das hat dann halt dementsprechend die Auswirkung, dass es da halt schon zu einem Engpass alleine schon deswegen mit Videos kommt. Ich hätte zwar noch ein paar Dinge jetzt vorbereitet gehabt, sprich, ja, um die Zeit von meinem Urlaub halt zu überbrücken, hatte ich auch ein paar Videos vorbereitet für diesen Kanal hier, aber die möchte ich jetzt im Moment nicht veröffentlichen, weil ich halt ganz einfach sage, ich möchte jetzt an dieser Stelle den Cut setzen, wo halt auch die Situation für mich gerade ein bisschen beschissen war.
und nicht erst so in 2, 3, 4 Wochen, wie auch immer, um dann zu sagen, ach, übrigens Leute, ich hatte da vor einem Monat so ein paar Problemchen und deswegen gibt es jetzt im Moment erstmal keine Videos. Und das finde ich ein bisschen blöd und deswegen habe ich halt hier den Cut gesetzt und euch nur noch wirklich die Vlogs gezeigt und nichts anderes. Aber ja, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es wird irgendwann auch wieder weitergehen, vielleicht schon wieder relativ bald, vielleicht nicht ganz so bald. Ich kann es im Moment leider Gottes noch nicht so richtig absehen, aber es wird weitergehen. Und ich habe mir da auch vieles Schönes überlegt. Neue Formate und ja, also kleinere neue Formate auf jeden Fall. Und auch ja, das ein oder andere, was ich mir da halt überlegt habe, wo ich auch richtig Bock drauf habe und wo ich richtig ja, Spaß drauf habe und wo ich auch denke, dass euch das interessieren dürfte und wo ich auch glaube, dass ihr da sehr, sehr viel Spaß mit haben werdet, ja, wird auf jeden Fall kommen, aber im Moment halt leider Gottes nicht. Das dauert dann ein paar Tage länger. Aber wie gesagt, es wird weitergehen und es gibt wirklich sehr, sehr schöne Dinge und mit denen wird es dann wahrscheinlich auch schon irgendwann die nächsten Tage wieder weitergehen, beziehungsweise Wochen weitergehen. Und ja, ich wiederhole mich jetzt schon irgendwie zum x-ten Mal, weil meine Gedanken sich irgendwie nicht richtig fokussieren können, weil meine Gedanken immer noch bei anderen Dingen hängen. Also ja, versuche ich jetzt auch gar nicht so viel rumzulabern. In Kurzfassung, im Moment ging nichts anderes. Es wird weitergehen, es wird spannend weitergehen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Es werden ein paar richtig geile Sachen kommen. Also zumindest, wo ich denke, dass euch das gefallen wird. Und ja, in dem Sinne, höre ich jetzt auch auf, weiter zu labern. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber schon mal für den ein oder anderen lieben Kommentar nach meinem letzten Vlog. Sprich, da habe ich auch schon ein paar Mutmacher bekommen, obwohl ihr nicht genau wusstet, worum es geht. Also dafür an dieser Stelle schon mal danke an die jeweiligen Leute, weil ja, Kommentare beantworten war im Moment jetzt halt auch nicht so ganz auf meinem Fokus überhaupt. YouTube ja, ist nicht wirklich im Moment genauso wie Facebook und so weiter. Das lag halt alles so still, aber das möchte ich an dieser Stelle halt wirklich wenigstens danke für die Kommentare sagen und auch danke für die Unterstützung, weil der ein oder andere von meinen engeren Zuschauern, möchte ich das mal nennen, wusste auch hier und da schon ein bisschen mehr und ja, da möchte ich mich auch für Unterstützung bedanken, sowohl halt auch wirklich, ja, Unterstützung, wenn man dann mal zusammen jetzt so unterwegs war und ein bisschen abgelenkt worden ist von der Scheißsituation und halt auch grundsätzlich so Unterstützung und halt auch mit Mut machen. Ja, aber ich verzettel mich schon wieder, laber schon wieder viel zu viel und in dem Sinne, ja, danke euch dafür, danke den anderen fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis. Falls ihr kein Verständnis habt, auch kein Problem, gerne auch den hier machen. Ich habe mich damit abgefunden, keine Probleme damit. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin könnt ihr ja gerne noch mal so ein bisschen hier auf diesem Kanal die älteren Videos durchgucken, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr mit Sicherheit noch nicht alle Videos hier auf diesem Kanal gesehen habt. Und da auch gerne mal ein Däumchen oder einen Kommentar da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video hier auf diesem Kanal Video. Und ja, bis dahin würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.